Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem ersten Part von Star Wars Battlefront 2. Oh ja, Leute. Direkt zu Beginn, damit ihr euch nicht wundert, ihr hört keine Musik. Warum? Ich habe schon einmal versucht, das Projekt zu Let's Playen. Hab allerdings, das war auch ganz am Anfang, wo ich gerade das angefangen habe, und das Problem war, ich hatte den Sound nicht nur an, sondern auch sehr laut. Und dementsprechend kam dann direkt eine Beklagung von YouTube. Nee, dat und dat recht, das sagen wir auf der ganzen Welt erlaubt, nur mal wieder in Deutschland nicht. Ne? Wie es immer so ist. Ne? Und das ist super, das gefällt mir. Und jetzt einfach mal keine Musik im Menü. Dafür hört ihr mich. Mit meiner tollen Stimme. Nein, Spaß. Ja, wie gesagt, ich werde in den Menüs grundsätzlich die Musik ausmachen. Natürlich werde ich kurz bevor ich anspiele dann die Musik anmachen. Ist ja klar. Und worum geht's denn jetzt? Also ich habe jetzt vor, die Kampagne durchzuspielen. Und da ich ja oftmals genug betont habe, dass ich online spielen will, aber im Battlefield sowas wie ein sogenannter Noob bin, was auch wirklich so ist, habe ich mir gedacht, Star Wars Battlefront 2, online, klar, kein Ding. Ich habe schon vorher online gezockt, ist also absolut kein Blame-Projekt. Ja. Und ja, ich werde euch allerdings in diesem ersten Part keine Kampagne zeigen. Ja, die kommt erst im zweiten Part. Ich werde heute ein bisschen zeigen, was ich hier für dieses Projekt installiert habe. Und zwar gibt es eine Erweiterung. Das ist jetzt ohne Musik auch ein bisschen kacke, ne? Ja, vielleicht. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu laut. Also YouTube, bitte sperrt mich nicht. Ja, ihr seht hier, falls ihr das Spiel selbst besitzt, jede Menge Missionen, wie ihr sie selbst kennt. Ne? Sag ich jetzt einfach mal. Aber, was ist das? Zweimal Alter, was ist heute los? Camino? Oder Concord Down? Oder Ender Spire? Das kennt ihr alles nicht. Das hat einen Grund, Leute. Es gibt eine extra Seite, die werde ich in der Beschreibung verlinken. Dort könnt ihr euch jede Menge Maps und Erweiterungen runterladen für dieses Spiel. Denn LucasArts war so nett und hat ein File-Kit, sag ich jetzt mal, hat einfach erlaubt, dass man Erweiterungen für dieses Spiel installieren kann, ohne dass es rechtliche Schritte oder so gegen einen gemacht werden, ja? Weil das Spiel halt schon so alt ist, aber immer noch eins der absoluten Renner ist. Ne? Und dann seht ihr zum Beispiel hier Raum Coruscant, war glaube ich nicht, aber Rakata Prime, kennt das, ich nicht. Ort Ibana, ist einfach alles dabei, auch aus dem ersten Mal, also aus dem ersten Star Wars Battlefront, zum Beispiel Yavin 4, ne? Arena, ne? So ein Tempel alles. Also Tatooine Sandmeer, was mir persönlich immer gefallen hat. Und ihr habt dann jede Menge, wenn man auswählt hier, Modus, Team Raumkampf, Kampagne. Man kann sogar die Kampagne in den Software-Einsätzen sofort anspielen, ja. Todesstern, Holocron. Also es gibt jede Menge neue Modi. Ach, wie hieß denn nochmal die Erweiterung, die ich habe? Wie gesagt, das steht alles in der Beschreibung, Leute. Bis dahin werde ich alles rausgefunden haben. Also es gibt jede Menge Maps. Die Einstellungen für die Helden, wer es selber nicht kennt, ihr könnt es einstellen, nach wie vielen Punkten ihr bekommt, oder ein Timer, oder Jagd, wie viele Punkte, ist einfach alles dabei, und eine neue Epoche ist auch noch dabei, die KOTOR, also Knights of the Old Republic. Wer kennt's? Ne? Jetzt ein Online-Spiel? Glaube ich, hieß es doch, oder? Ja, egal. Ne? Auf jeden Fall eine neue Epoche mit den damaligen Kämpfern und natürlich den jeweiligen Jedis und dem Yoda-Verschnitt und all dem ganzen Scheiß. Es ist also alles dabei, Leute. Ziemlich geil, sogar Alderaan, ja. Ne? Und schade, dass Dantooine nicht dabei ist, aber das findet man bestimmt auch irgendwo als Erweiterung. Ja, das werde ich euch in diesem Part alles zeigen, die neuesten Maps und so. Und ich werde auch, sobald ich die Kampagne fertig habe und online spiele, immer einen Part abwechselnd machen. Also einen Part online und der nächste Part eine neue Map, auf die ich spielen werde. Natürlich mit dem entsprechenden Download-Link. Ich werde mir sehr viel Mühe reinstecken und ich hoffe natürlich, diese Mühe wird von euch belohnt, indem ihr dieses Projekt guckt bis zum Abwinken. Denn ich hoffe wirklich, dass dieses Projekt ein langwieriges wird. Natürlich online, ist ja klar. Und ich hoffe mal, wenn es wirklich die Erwartungen erfüllt, die ich hege, wird das ein sehr erfolgreiches Projekt. Ich hoffe, ihr habt auch drauf Lust. Und, ne? Fangen wir direkt an. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich habe schon dieses Spiel ewig nicht mehr gezockt. Das zeigt mir also so manchen Noob-Fehler.
obwohl ich das Spiel schon sehr oft gezockt habe. Was mir immer gefallen hat, war Renwa Hafen. Und da würde ich sagen, machen wir den XL-Modus. XL ist, dass jede Menge Kämpfer drauf sind, bis alle Punkte abgelaufen sind. Und da es immer so geil war, machen wir Galaktischer Bürgerkrieg. Und ich würde sagen, Leute, starten wir direkt. Ich bin motiviert, ich hoffe, ihr auch. Und dann geht es jetzt los mit diesem Projekt. Viel Spaß. Und schon geht's los, Leute. Auf Seiten des Imperiums machen wir mal direkt den Ingenieur und steigen in den fetten AT-AT ein. Und das wird erstmal so richtig episch, ja? Oh. Es gibt immer diese Szene, da sind immer Gegner. Und da kann man alles abballen, wie es einem beliebt. Deswegen spiele ich hier so gern das Imperium. Denn das ist der Hammer, was du hier siehst, ey. Wow. Hallo. Und den Grand was? Man kann Thrawn hier spielen? Leck mich am Arsch. Das habe ich die ganzen Jahre nicht gewusst. Wie so oft in meinen Let's Plays. Hier sieht man aber auch, macht direkt die Einstellung. Oh, ein bisschen laggy. Feindsymbole sind aber an. Aber nicht auf die Distanz. Machen wir mal. Die Sichtweite ist schon ausgereiht. Also ihr seht, ich lasse mich nicht hier lumpen. Ein bisschen Arschloch. Piss dich. Ah! Ah! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hier sieht man gar nicht mehr, wer ist. Aber das sieht gut aus. Sieht gut aus. Also, dann läuft das wieder perfekt. Man kann auch, wenn man gerissen ist, zeig ich euch mal, wenn ihr diesen grünen Strahl seht und ganz schnell nach rechts geht, dann schießt er den in zwei verschiedene Richtungen ab und dann erwischt ihr noch mehr. Bäh! Ganz schnell. Das war ein Kreuz. Komm. Also das haben wir ganz schnell hier erledigt bei Renwa Hafen. Also so ist das nicht. Jetzt haben wir immer noch überhitzt. Also das ist nicht... Also da kommen jetzt jede Menge rausgeschwunden. Und das Gute an XL ist, man kann keine Kommandoposten verlieren. Und da ich halt, wie ihr wisst, Ingenieur genommen habe, kann ich auch den Wagen von innen heraus. Oh Mann, das ist zu schnell, das Fahrtkreuz. Muss ich kurz ändern, entschuldigt. Controls. So, ich hoffe mal, jetzt ist es besser. Immer noch sehr stark, gefällt mir nicht. Oh, wir sind alle weg und ihr seht schon, wir haben eine beachtliche Anzahl. Oben links seht ihr die Punktzahl. Wir sind schon bei guten 200. Aber ich kill auch meine eigenen Leute, das ist das größte Problem. Machen wir mal Grand Admiral Thrawn. Ah, das ist der aus dem Buch. Ah, den kenne ich noch. Das ist so eine Art, der ist unheimlich gerissen, der Kerl. Ja. Ich glaube, das sind die... Ich bin nicht komplett irre. Ich habe die Bücher hier stehen, also in meinem Zimmer. Wie heißen die? Die sind von Timothy Zahn oder Timothy. Und die sind so ziemlich genial, die Bücher. Und da kommt der eben drin vor, der Grand Admiral Thrawn. Der spielt so ein paar Jahre nach der nach dem sechsten Film. Und der ist der einzige Großadmiral, beziehungsweise einer der wenigen auserwählten Aliens, sag ich jetzt mal, der in Diensten des Imperiums ist, weil die hassen ja. Das ist sozusagen das Nazireich. Das hat man nämlich nicht oft. So, jetzt kommt. Bams! Gewonnen! Ah, den wollte ich noch abziehen. Also, super war das hier, oder nicht? Also, wie gesagt, Renwa Hafen, eins meiner Lieblingslevel, vor allem, wenn man auf Seiten des Imperiums ist. Natürlich, ohne Tode, Tankbuster, Killing Spree. Leider alles auf Englisch durch diese Modifikation. Ne, es ist so ein bisschen doof, aber ansonsten klappt das alles schon, Leute. Ne? Dann würde ich sagen, Leute, bis zur nächsten Mission. Oder wir sehen uns im Hauptmenü wieder. Bis gleich. So, und da sind wir, Leute. Wie gesagt, Renwa Hafen, eins meiner Lieblingslevel. Aber auch die Renwa Zitadelle ist nicht schlecht. So wirklich sagen. Ich habe 100 Watt für diesen Part. Nicht alles in einer Mission, aber ein bisschen.
zum Beispiel die Bespin-Wolkenstadt mussten sie komplett neu machen, also ein bisschen übernehmen, haben es aber auch gut, ja, gut ersetzt. Und ich zeige euch mal, was man mit dieser Modifikation machen kann. Man klickt einfach mal hier drauf und dann... Ups. Hier. Nein. Hier. Nein. Hier. Ja, genau. Use the Force. Look. 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 Traue deinem Instinkt. Ja, und was heißt das, Leute? Probieren wir es aus. Hält. Time. 1. Und dann machen wir Mustafa. Oh, warum ist es so laggy auf einmal? Es geht jetzt ab. Ich beende mal kurz die Aufnahme, Leute. Einen Augenblick. So, jetzt müsste es wieder flüssiger laufen. Machen wir Helden. Nee. Doch, Helden. Na. Machen wir einfach Eroberung. Und galaktischer Bürger. So, da sind wir, Leute. Wir nehmen das Imperium, steigen ein und können dann direkt Anakin Skywalker nehmen. So, und jetzt guckt euch das mal an. Hä? Also jetzt hat der Cheatcode nicht funktioniert, weil Use the Force Look bewirkt eigentlich, dass man unendlich Ausdauer hat. Ist das denn jetzt hier so, oder? Ah, ich weiß. Ja, Leute, also zur Erklärung. Mir ist es leider so, also aufgrund von Fraps ist es leider so. Was willst du denn? Ja, ich bin schon in Rhythmus gekommen. Ach, du Sau. Ja, es entschuldigt, ich bin so konzentriert jetzt bei der Arbeit, also. Ne? Es ist halt so, dass jedes Mal, wenn ich eine Mission mache und das Aufnahmeprogramm läuft, es abstürzt. Das habt ihr vielleicht gerade gemerkt. Und das bleibt halt dauernd. Und wenn ich das vergesse, dann stürzt das Spiel ab und jetzt ist der Cheatcode nicht aktiv. Boah! Ah, komm. Wookie! Okay, das hat sich jämmerlich angehört. Wo bist du denn? Komm. Ja, du wirst mit deinem Bantafeuer oder Botanfeuer nichts ausrichten können. Also es ist halt so, dass das Spiel abstürzt, Leute, wenn das Autobahnprogramm weiterläuft. Und das ist halt scheiße. Versteht ihr? Ja, und deswegen habe ich das Spiel neu starten müssen. Kommandoposten verloren. Zurückholen. Da hat er einen unsichtbar gemacht und er wollte mich jetzt ownen. Aber den Wookie hat auch noch getroffen. Ups, sorry. Wow! Holy crap! Oh, da hat er mich erwischt. Oh. Ärgerlich ist das hier. Aber ist okay. Ärgerlich, aber okay. Na, direkt nicht lang schnacken. Und tschüss. Der und jetzt endlich. So richtig. So, und jetzt. So, Bats! Ja, okay. Bats! Von wegen. Ja, Leute, das war's fürs Erste. Wir können natürlich auch die Seiten switchen, wer es nicht kennt. So. Ich würde sagen, gehen wir ins Hauptmenü, Leute. Ja, bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Das war's für den ersten Part, Leute. Also, ich will viel, viel Mühe in dieses Projekt reinstecken. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich muss nämlich jede Menge Sachen hier erledigen. Das ist die Kacke. Aber ich hoffe natürlich, dass das für euch genügt. Dass ihr das Projekt oft guckt. Und ich werde euch, wenn ihr wirklich Star Wars Nerds seid, jede erdenkliche Map zeigen. Die in meinem Ermessen liegt. Und ich hoffe, es gefällt euch. Like diesen Part. Ihr würdet mich damit unterstützen. Es würde mir gefallen. Und dann zeige ich euch in den nächsten Part die Kampagne. Die Optionen. Den Mehrspieler. Na? Ja, da seht ihr ihn schon direkt mit zahlreichen Servern und weiß nicht was wie viel. Also
Es sind viele Server, aber wenig Spieler. Aber wenn man so guckt, 6 hier, also es ist schon allein 6 reichen aus, um hier wirklich. Das wird schon Hammer, ja. No, so ist das nicht. Also Leute, bis zum nächsten Part und ciao.